Im heutigen Video geht es um das Thema Erdbeeren im Balkonkasten oder Topfpflanzen. Ich versorge dich mit einigen Infos und zeige dir, wie Erdbeeren richtig eingepflanzt werden. Hallo und willkommen in meiner Balkonoase. Ich bin Tina und in meinem Kanal geht es um Balkongarten und Gemüse auf dem Balkon anbauen. Wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Generell unterscheidet man bei Erdbeeren zwischen zwei Arten. Es gibt die mehrmals tragenden, die sogenannten Monatserdbeeren, und es gibt die klassische Gartenerdbeere, die in der Regel nur einmal tragend ist. Monatserdbeeren bringen mehrmals im Jahr Früchte hervor, und zwar im Zeitraum von Juni bis Oktober. Sie stammen von der Walderdbeere ab und die Früchte sind meist etwas kleiner als die der einmal tragenden Sorten. Die Gartenerdbeeren werden im Juni und Juli geerntet. Monatserdbeeren sind sehr gut für den Anbau auf dem Balkon geeignet, zum Beispiel in Balkonkästen oder in dekorativen Hängeampeln. Hinweis: Die meisten Sorten der Monatserdbeeren können nicht durch Ableger vermehrt werden. Erdbeeren benötigen einen lockeren, tiefgründigen und humusreichen Boden. Der pH-Wert sollte zwischen ungefähr 6 und 7 liegen, also im schwach sauren Bereich. Und sie benötigen ordentlich Nährstoffe. Ich verwende deshalb eine Gemüse- und gebe noch etwas Kompost und eine Handvoll Hornspäne dazu. Beim Kompost musst du aber aufpassen. Für Erdbeeren sollte er keinen zu hohen pH-Wert und Salzgehalt haben. Also eher den konventionellen Kompost aus dem Garten nicht verwenden, denn er ist in der Regel zu salzhaltig und für die salzempfindlichen Erdbeeren nicht geeignet. Du kannst aber auch spezielle Erde, die auf Beeren abgestimmt ist, im Gartencenter besorgen. Ich werde dieses Jahr eine Monatserdbeere, und zwar die Sorte Ostara, und eine Gartenerdbeere, die Sorte Corona, einpflanzen. Beide Sorten sind schon relativ alte und bewährte Sorten. Die Corona ist eine mittelfrühe Sorte mit großen Früchten und einem hohen Ertrag. Die Ostara bildet Früchte bis zum ersten Frost aus. Beide sind sehr gut für Kästen, Töpfe, Kübel und Ampeln geeignet. Normalerweise pflanzt man Erdbeeren im August und September für die Ernte im darauffolgenden Jahr. Aber die getopften Pflanzen, die wir heutzutage im Handel bekommen, können auch von März bis August gepflanzt werden. Der Ertrag wird allerdings bei Pflanzung im gleichen Jahr meist nicht sehr groß ausfallen. Eine bessere Ernte wird es dann im Folgejahr geben. Der Pflanzenabstand bei Erdbeeren ist relativ groß. Circa 25 bis 30 cm sollte er schon sein. Sie brauchen ausreichend Platz, um sich gut zu entwickeln. Daher werde ich jetzt in meinen 60er Balkonkasten auch nur zwei Pflanzen einsetzen. Beim Einpflanzen musst du darauf achten, nicht zu tief einzupflanzen, aber auch nicht zu hoch. Das Herz darf nicht mit Erde bedeckt sein, sonst kann es faulen. Es sollte frei stehen, aber sich nahe genug an der Erdoberfläche befinden. Nach dem Einpflanzen noch kräftig angießen. Der Standort für Erdbeeren sollte am besten vollsonnig sein. Dann bekommst du richtig süße Früchte. Halbschatten geht auch, aber dann werden die Früchte nicht ganz so aromatisch wie an einem sonnigen Plätzchen. Erdbeeren musst du immer gleichmäßig und ausreichend gießen. Aber Staunässe unbedingt vermeiden, das mögen sie gar nicht. Daher solltest du idealerweise eine Drainage im Topf- oder Balkonkasten vorsehen.
Ich habe das jetzt nicht gemacht, da mein Balkonkasten einen Wasserspeicher mit Überlauf hat, in den dann das überschüssige Gießwasser abfließen kann und der gleichzeitig gegen Austrocknung schützt. Ab Anfang Mai kannst du die Erdbeeren auch etwas mit Stroh mulchen. So bleibt die Erde länger feucht und Früchte, die nicht über den Kastenrand hängen, liegen nicht auf der Erde. Das hat den Vorteil, dass sie vor Nässe und Grauschimmelbefall geschützt sind. Außerdem bleiben sie so auch noch schön sauber. Erdbeeren, das weißt du sicher, sind mehrjährig. Du kannst sie im Winter an einem geschützten Platz draußen stehen lassen und sie treiben im nächsten Frühjahr wieder aus, wie du auf diesen Bildern sehen kannst. Das war mein Video zum Thema Erdbeeren im Balkonkasten pflanzen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Balkongärtnern. Deine Tina.